Mal Zeit, dass wir die beiden mal kennenlernen. Ständig wird über die geredet, aber gesehen? Keine Chance. Wieso Popstars? Wie siehst du die? Dann gibt's eine Kiste. Wie viele Gegner muss ich dafür töten? Ja, die Musik. Ein Siegel. Ja. Da ist das Tor, wo wir durchgegangen sind. So, warte mal. Hier müssen jetzt irgendwo drei Siegel versteckt sein. Oh. Okay, ziehen müssen wir. Und drücken. So nach drücken aus. Frag mich, wer die hier so hinstellt. Halt, stopp! Was? Ich weiß doch wie. Machen wir gleich, wenn ich da oben war. Da hinten sehe ich das andere Siegel. Okay. Moment. Wie komme ich da dran? Und da oben? Ha! So. Okay. Kurzer Geduldsfaden. Mehr Rage. What the fuck? Wieso funktioniert meine... Meine Axt hat funktioniert. Obwohl das ja gar nicht sein kann. Und die Axt funktioniert in Hehl nicht. Okay, soll mich nicht stören. Junge, hast du eine Kiste kaputt gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Weiß nicht, ob das so... Achso, er wärmt sich. Okay, gut. Fehle ich ganz viel Heilung. Okay, ich weiß, was hier passieren wird. Da, überall Heilung. Okay. Lass mich helfen. Was kann ich tun? Du hast schon genug getan.
Let's go. Wir fahren. Toll. Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Auf jeden Fall werden wir jetzt kämpfen müssen, weil hier ist ganz viel Heilung am Schiff. Der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die waren erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Ist doch gut, dass keiner steuern muss bei dem Schiff. Es fährt einfach und geht nicht kaputt. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Danke, Emir. Ich glaube, es hat damit zu tun, weil der Junge guckt da so drauf. Schlagen? Deinem Vater Platz. Dann sind jetzt die Segel lose. Sieh her. Ich sehe. Es passiert was Tolles. Vielleicht lassen wir den Mast jetzt auch noch runter hier, oder was? Du hast die Segel losgeschnitten. Und was jetzt? Fragst mich Dinge. Paragliden? Das wäre geil. Aber dann muss ich die jetzt da lose hocken? Nee. Was hier hinten? Warte, mit dem Rad. Du holst die Segel ein. Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Wir fliegen. Alles klar. Sieh ja. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben. Wir haben einen Heißluftballon gebaut. Tschüss, Mann. Wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. Wie cool. Das ist ein Anker. Mir gefällt das auf dem Schiff. So viel HP liegt immer noch nicht. Stein der Feuerüberlegenheit. 25% mehr Brandschaden. Holy shit. 25% ist fucking viel. Ich sagte, bleib auf dem Boot. Ich bleibe auf dem Boot. Das habe ich jetzt nicht wirklich erwartet, dass das passiert. Von daher gehen wir mal drauf. Kann ich mit denen arbeiten? Jetzt? Yes.
nicht allgemein so viel AP rum. Was soll ich jetzt tun? Da passiert nichts. Passiert nichts. Da passiert nichts. Oh. Wozu habe ich das alles gemacht? Es geht eigentlich nur um dieses Rad hier. Das Boot hängt an der Brücke. Es hat geklappt. Wir sind frei. Warte dort auf mich. Ey, ich bin da hoch. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Ich hab die Gegner einfach unten in die Pyramide bin hochgegangen. Ich Gangster. Und drücken. Warum haben wir das beim ersten nicht auch gemacht? Total doof. Geschafft. Das habe ich mir beim ersten schon gedacht, ist dass wir frei. Das machen. Jetzt kommen Gegner. Hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Du weißt es, Kratos. Himmel von Helheim. Eisberg! Backbord! Festhalten! Aua. Wie sie alle den Flattermann machen. Oh nice. Der ist aufs Boot gekommen und ist instant gehittet worden. Ja, schön das Feuer an, du. Nimm mal das Feuer an, das. Eine Harpune! Ich befreie uns! Ich glaube, ich muss erst die Gegner besiegen. Rechte Flammen. Auftrag abgeschlossen. Okay. Tschüss, Mann. Mein Gott, wie viele kommen denn von euch? Von hinten! Collectibles haben.
Oh, der Vision. Wir sind frei! War noch nicht alles. Bin fasziniert davon, wie das Schiff einfach so irgendwie hier durch die Gebilde fliegt. Kopf, wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Das war das Stichwort, wenn die Feuer nicht ausgehen. Versuchen, das Feuer auszumachen. Auf der linken Seite. Ich meine Backbord. Das Feuer ist auf. Backbord. Komm nicht voran. Leider. Der nächste. I believe I can fly. Oh, wie da hinten alle gehittet werden können. Schade. Alle verpasst. Mein Gott. Komm mal wieder den Flatter, bitte. Tschüss. Du auch, bitte. Du hast kein Ticket gelöst. Kannst du bitte mal gehen? Oh, das Feuer ist aus. Warte mal. Das Feuer ist aus! Was passiert hier? Ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt geht's wieder. Wie viele denn noch, ey? Wie die wegfällt. Er war schon. Alle ins Feuer rein. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist aus, das ist aus, das ist aus. Oh, stiller Anker. Kacke. Oh, der Rabe. Wo ist die Hexe? Hexen fliegen leider nicht so gut. Hexe? Oh nee. Doch. Ab ins Feuer mit der Hexe. So. Upa, man kann da rüber schwingen.
werde ich gleich von dem Raben angepickt. Ich hoffe es ein bisschen, weil es wäre schon geil. Juckt die nicht. Mimi, wie kann das Feuer brennen? Wie wäre es mit Magie? Oder die Klinge? Bisschen schade, dass der eine zu... Ich weiß nicht. Der spielt irgendwie gerade keine Rolle. Der sieht einfach nur geil aus. Finde ich schade. Oh. Tschüss. Und? Hast du Flattermann? Nein. Nicht so gut. Warte, der hat guten Loot verloren. Oh, Lord. Ist er echt hinter mir. Wo ist der hin? Hier scheint doch gerade einer, wo ist der hingekommen? Das Feuer ist da! Frankfurt! Ja, ich bin hin. Warte, noch einen Weg. Hinter mir! Ich hab dich! Boah, die Frames gerade. Weitere Harpunen! Wir hängen wieder fest! Bruder, der Bug des Boots wurde harpuniert! Harpuniert? Sieht ein bisschen wie Champoniert. Oh. Und den haben wir gleich. Hinter dir! Aber ist nicht hart auf den Sack gerade, das gefällt mir. Oh Leute! Wir hätten ihn noch. Ah, jetzt haben wir ihn. Hätte ihn gerade schon einmal fast gehabt. Von hinten! Geht das denn noch hier? Walter, geh nicht auf den Bug! Oh, der Rabe macht was! Macht er gleich noch Shit? Echt scharf auf den Raben. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich will, dass der Schütz macht. Ich will epischen Scheiß sehen. Feuer brennt, Feuer brennt. Machen wir einfach den Bug jetzt ab. Tschüss, Bug. Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast.
Los, komm, wir müssen weg. Du sahst. Weg hier, sieh doch. Ein guter Plan. Das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Geheime Kammer von Odin. Wir verlassen diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Hier wieder eine Valkyrie drin. Machen wir schon mal auf und gehen den Teleporter wiederholen. Ist aber nichts. Ja. Was ist das hier? Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Warum ist deine Stimme wieder so leise? Seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigen Sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tier. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher... Das oben rechts kennt Kratos sehr gut. Das erkenne ich zu gut. Ja. Seine Augen, es sind Juwelen, wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jettenhelm. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Und ich dachte, wir nähern uns dem Ende. Ich weiß, zu welcher Tür der Schlüssel gehört. Unten am Wasser. Weißt du noch? Also ja, wir nähern uns dem Ende, aber anders. Fahrstuhl. Junge. Wir haben Odin immer noch nicht gesehen, ne? Was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön.
Also die Frage, tut er nur so, oder? Ah, das wollte ich nicht gesehen. Wo ist dieser Zwerg? Mal eben testen möchte. Hm. Wo ist dieser Zwerg? Das ist eine gute Frage. Und lassen wir Baldur jetzt hier drin? Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er. Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Kopf, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, Baby, finden wir ihn heraus. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlacke. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch... Ist das... Wo hast du... Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum! Lass es uns angehen! Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt, oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Ich finde das irgendwie cool, dass sie hier zusammenarbeiten. Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Oh, Baby. Oh, hör auf zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Das ist irgendwie knuffig. Mein Bruder und ich haben ein neues Projekt. Jetzt, wo wir wieder miteinander reden. Also gut, wie geht's? Außenverbesserung. Armrüstung. Damit sollten alle Körperteile dranbleiben. Sind die Zauber noch nicht reingepackt? Nicht gut.
So. Waldes. Nebelechos. Da, sowas will ich sehen, wenn ich neue Rüstung mache. Plus 27, plus 30. Sowas will ich sehen. Okay. War das etwa schon alles? Was wollt ihr? Mit dem Wettstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dvegradikür bauen. Eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch drei mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Und die wären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolvers. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat zwei gefunden. Das weiß jeder. Aber als er die dritte gesucht hat... Puff! Verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier! Ein Zugangstein für Konunsgard. Mit euren Namen drauf. Wie seltsam aber auch. Konunsgard Zugangstein. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim Weltenturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre. Leicht zu erkennen. Der Schlüssel musste der seltsamen Tür unten passen, die auf der Rückseite versteckt war, oder?